Ich fange an mit einer Luftmaschenkette. Die Maschenanzahl sollte durch 6 teilbar sein, genauso wie beim Zickzack-Loop. Und die Länge der Luftmaschenkette richtet sich nach dem Kopfumfang. Also ihr könnt die Luftmaschenkette anfangen und dann einfach euch an den Kopf halten. Und dann seht ihr schon, wie viel ihr braucht. Die Kette solltet ihr auch locker häkeln. Tut ihr euch in der ersten Runde mit dieser Basisrunde, wie beim Loop eben, etwas einfacher. Ich benutze hier die GGH Espen. Könnt natürlich jede andere Wolle benutzen. Die hier ist etwas dünner als die Wolle Rödel Polar oder als die Schachenmeier Boston, aber auch nur ein Tick. Ich häkel mit einer 5er. Normal würde ich sie mit einer 6er häkeln, aber durch die Aufnahme, durch das Stativ kann ich nicht so fest häkeln, weil ich einen Abstand habe. So, ich habe jetzt 54 Maschen für mich, für meinen Kopfumfang, also es sind 54, 55 Zentimeter. Jetzt schließen wir die Luftmaschenkette, darauf achten, dass ihr die nicht verdreht. Und wir schließen sie mit einer Kettmasche. Also wir stechen wieder in den Anfang, in die erste Luftmasche und ziehen den Faden durch beide durch. Und jetzt fangen wir wie beim Loop mit der Basis an. Also wir fangen an, eine Luftmasche, dann wieder eine Kettmasche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen. Und in die nächste Masche 3 doppelte Stäbchen, dafür 2 Umschläge holen, einstechen, Faden holen durch 2 Schlingen, nochmal Faden holen durch 2 Schlingen und ein drittes Mal Faden holen durch die Schlingen. So, dann nochmal in die gleiche Masche das zweite doppelte Stäbchen und ein drittes noch dazu. Mehr Wolle. Dann machen wir wieder ein ganzes Stäbchen. Ein halbes. Und eine feste Masche. Und dann wiederholen wir das Ganze. Da kommt wieder ein halbes Stäbchen, ein ganzes, 3 doppelte in eine Masche, ein ganzes, ein halbes, eine feste Masche. Und das machen wir so lange weiter, bis wir wieder am Ende sind. Also ist die gleiche Prozedur wie beim Loop, nur eben mit einer kürzeren Luftmaschenkette, die um euren Kopf herum passen sollte. So, ich bin jetzt am Ende der Runde. Wir enden mit einem halben Stäbchen, weil wir ja hier schon mit Luftmasche, feste Masche angefangen haben. Beim Schließen der Runde müsst ihr darauf achten, dass ihr diese Basis nicht verdreht. Wir schließen die Runde wieder mit einer Kettmasche und zwar hier in die feste Masche. Also wir haben hier die Luftmasche und da ist die feste Masche. Und da mache ich meine Kettmasche. Ich mache noch mal eine Luftmasche, schneide hier ab und ziehe durch.
Und den vernähen wir gleich mit rein und den hier auch. Das Zickzackmuster ist ja das gleiche wie beim Loop. Also wenn ihr hier irgendeinen Hinweis vermisst, schaut nochmal beim Video vom Loop. Es wird jetzt nur noch in ganzen Stäbchen gehäkelt und zwar 3 in eine Masche und zwar in die Spitze dieses Berges zwischen eurem ersten und zweiten doppelten Stäbchen, also hier. Dann kommen 2 einzelne Maschen hier und da, dann 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, wieder 2 normale Stäbchen und an der Spitze wieder 3. Ich setze jetzt mit einer neuen Farbe an und weil ich den hier gleich mit einhäkeln will, gehe ich nach rechts und bin hier auf meinem Berg. Jetzt hole ich mir meine andere Wolle. Also ihr solltet Farben auch wechseln, dann kommt das besser zur Geltung. Wie ich gesagt habe, zwischen dem ersten und zweiten kommen 3 Stäbchen. Wir gehen 1 nach vorne, also zwischen eurem ersten Stäbchen, also zwischen dem ganzen Stäbchen und dem ersten doppelten Stäbchen. Da stechen wir jetzt ein, holen den Faden und fangen an mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Dann 3 ganze Stäbchen in die gleiche Masche. Dann 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen. Und jetzt 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Also wir stechen ein, nur durch 2 Schlingen. Es sind 2 Schlingen auf der Nadel. Umschlag holen. Jetzt muss ich gucken. Einstechen, wieder durch 2 Schlingen. Nochmal Faden holen, einstechen. Ich lege jetzt diesen Faden, den ich vorhin abgeschnitten habe, und den von unten einfach auf die Nadel und klemme sie so ein. So, und jetzt durch alle 4 Schlingen. Wieder 2 normale Stäbchen. Zeige euch nochmal, hinten habe ich diese 2 Fäden. Ich lege sie einfach oben drauf. Und dann sind sie auf der Nadel. Hol hier so den Umschlag, dass ich sie einklemme und häkel sie gleich so mit ein. So, jetzt sind wir wieder an der Spitze, also zwischen den ersten und zweiten doppelten Stäbchen und da häkeln wir wieder 3 Stäbchen in dieselbe Masche. Wieder 2 einzelne Stäbchen in die nächsten 2 Maschen und 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Also wir stechen ein, durch 2, holen wieder einen Umschlag, stechen ein, nur durch 2 Schlingen, nochmal Umschlag holen, durch 2, dann Faden holen und durch alle 4. So, jetzt häkel ich die nicht mehr mit ein. Und jetzt kommen 2 einzelne Stäbchen wieder. Wieder 3 in eine Masche auf der Spitze dieses Berges oder Hügels. Und wieder 2 einzelne. Und jetzt zeige ich euch nochmal hier in diesem Tal 3 gemeinsam abgemaschte. Also wir häkeln diese Stäbchen immer nur zur Hälfte ab. Und haben am Schluss 4 Schlingen auf der Nadel und ziehen durch alle 4 durch. Wieder 2 normale Stäbchen. Und dann 3 in einer Masche. Bin ich wieder am Ende der Runde. Ich habe hier meine 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen. Hier links haben wir ja mit einem Ersatz 3 Luftmaschen und 3
in einer Masche angefangen. Wir enden mit einem Stäbchen, weil wir haben ja immer zwei dazwischen und haben ja hier den Ersatz gemacht. Und schließen jetzt das Ganze mit der Kettmasche in der dritten Luftmasche dieser Kette. So, dann mache ich nochmal eine Luftmasche wie immer zum Verknoten und schneide das ab, ziehe durch. So, jetzt habe ich hinten ja diesen Anfangsfaden. Ich mache das gerne, dass ich das verknote. Also ich hole mir diesen Anfangsfaden nach oben zum anderen Faden. Also ich empfehle da einfach auch vielleicht eine Nadel oder eine kleinere Häkelnadel nehmen. Dann kommt man leichter nach oben. So, ich verknote jetzt hier das Ganze und häkel sie wieder in der nächsten Runde mit ein. Das heißt, ich lege sie so drauf und fange wieder auf weiter rechts an. Also ist eigentlich völlig egal, ihr könnt auch hier anfangen, Hauptsache rechts von diesen zwei Fäden, damit ihr eben beim Link nach links häkeln die einhäkeln könnt. Ja, und jetzt setze ich wieder an derselben Stelle an, nämlich zwischen meinem letzten Stäbchen und bei dieser Dreiergruppierung vor den drei ganzen Stäbchen. Also das Prinzip bleibt gleich, hier an der Spitze macht ihr drei Stäbchen in eine Masche, dazwischen zwei Stäbchen und dann genau hier drüber drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Das heißt, zum Ansetzen vom neuen Faden, wieder andere Farbe, steche ich wieder, also richtig rum natürlich, zwischen dem letzten einzelnen Stäbchen und vor dieser Dreiergruppierung ein, hole mir den Faden, mache wieder drei Luftmaschen als Ersatz und gleich drei Stäbchen in die Spitze dieser Dreiergruppierung, also das wäre zwischen dem ersten und zweiten Stäbchen, machen wir drei Stäbchen rein. Dann wieder zwei einzelne Stäbchen. Ein bisschen noch Wolle nachholen. Und hier dann drei gemeinsam abgemaschte wieder. So immer bis zur Hälfte abschlingen und dann durch alle vier. So, dann wieder ein einzelnes. Nochmal ein einzelnes und hier lege ich eben diese Fäden so auf die Maschen oder auf die Nadel und klemme sie mit diesem Faden, den ich hole, hinten ein. Und drei wieder in der Spitze in eine Masche. Dann wieder zwei einzelne. Und drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Ja. Wieder zwei einzelne und an der Spitze wieder drei in eine Masche. Und so macht ihr jetzt einfach Runde für Runde weiter. Das mache ich auch und dann sehen wir uns wieder. Dann kann ich euch sagen, wie viele Runden ich in dem Muster gemacht habe. Die Länge könnt ihr natürlich selber variieren. Ihr könnt da auch eine Long Beanie machen. Schaut bestimmt auch gut aus. Ansonsten, wenn ihr sie kürzer macht, habt ihr so eine Art, ja, ein bisschen ballonartig. Wenn ihr die Luftmaschenkette um noch eine Sechsergruppe weitermacht, dann wird sie richtig als Baskenform. Und dann sehen wir uns in ein paar Runden wieder. So, ich bin jetzt wieder bei meinem letzten ganzen Stäbchen.
und schließe wieder die Runde mit einer Kettmasche und dann wieder meine Knotenmasche, ziehe durch, so, dann hole ich mir wieder diesen Faden nach oben. So, und verknote das Ganze nochmal und vernähe es dann in der nächsten Runde mit ein. So, das ist ein bisschen lang, das schneiden wir jetzt auch noch ab. So, ich habe jetzt hier meine Basis mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden im Wellen- oder Zickzackmuster. Und mache jetzt genauso wie beim Loop diese Abschlussrunde, bevor ich die Abnahmen mache, um die Mütze zu schließen. Dazu häkeln wir ähnlich wie die Basislinie, nur dass wir keine doppelten Stäbchen verwenden, sondern nur ganze Stäbchen. Und zwar haben wir an der Spitze immer unsere feste Masche. Dann kommt ein halbes Stäbchen, ein ganzes, wieder drei gemeinsam abgemaschte, so wie hier. Wieder ein ganzes, ein halbes und eine feste Masche auf der Spitze. Also stechen wir gleich an der Spitze ein zwischen ersten und zweiten Stäbchen dieser Dreiergruppe. Und als Ersatz für die eine erste feste Masche machen wir eine Luftmasche. Dann ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen und drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Genauso wie in dem Zickzackmuster. Durch alle vier. Dann wieder ein ganzes, ein halbes, ups, und eine, na, das schaut hier nicht schön aus. Ein halbes und wieder an der Spitze eine feste Masche. Dann wieder ein halbes Stäbchen. Ein ganzes Stäbchen und drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Wir enden mit einem halben Stäbchen und schließen die Runde mit einer Kettmasche. In dieser Runde, jetzt in den nächsten zwei Runden, maschen wir immer zwei Stäbchen zusammen ab. Also wir fangen an mit drei Luftmaschen als Ersatz und stechen in die nächste, holen den Faden durch zwei Schlingen und wieder durch die nächste und durch zwei Schlingen und durch die drei Schlingen dann den Faden. Dann wieder nochmal durch zwei Schlingen, nochmal Faden holen in die nächste Masche, durch zwei Schlingen und durch alle drei. Also immer zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir reduzieren die Maschenzahl genau um die Hälfte. Das heißt, ich hatte 54 Maschen und dann müssten es jetzt 27 werden. Wir schließen dann die Runde auch wieder mit einer Kettmasche. Fangen wieder mit drei Luftmaschen an und maschen immer wieder nochmal zwei zusammen. So, jetzt kommen wir langsam dem Ende entgegen. Und da haben wir jetzt eben die drei Anfangsluftmaschen und ich mache das so, ich lasse die zwei Schlingen hier noch auf der Nadel, mache es ein bisschen enger. Also wir haben hier einmal und dann gehe ich in die dritte Luftmasche und mache die Kettmasche durch diese Schlingen. Nächste Runde wieder drei Luftmaschen und wir machen jetzt das gleiche wie in der Vorrunde. Wir maschen immer zwei Stäbchen zusammen ab.
So, mal die erste Umschlag holen, einstechen, Faden holen durch zwei Schlingen. Es bleiben zwei auf der Nadel, wieder Umschlag holen durch zwei Schlingen. Es sind drei auf der Nadel, wieder Umschlag holen und durch alle drei. Und so machen wir jetzt diese Runde nochmal fertig. Schließen auch wieder mit einer Kettmasche. Wieder ans Ende. Also hier sind meine Luftmaschen. Da. Und habe wieder nur zwei Schlingen auf der Nadel und mache die Kettmasche durch alle drei Maschen. So, die letzte Runde machen wir als Anfang, als Ersatz eine Luftmasche und häkeln feste Maschen. Ganz normal in jede Masche eine feste Masche. Und hier sind wir am Ende. Mache ich wieder eine Kettmasche und eine Luftmasche für meinen Knoten. Da ziehe ich durch. Jetzt lasse ich den Faden etwas länger. Und dann schneide ich ihn ab. Ziehe hier wieder durch. Und verknote. Jetzt haben wir hier dieses Loch und das verschließen wir jetzt durch Raffen. Das heißt, wir drehen die Mütze auf die linke Seite, fischen diesen Faden hier raus. So. Dann habe ich eine Wollnadel. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Häkelnadel machen. Und jetzt gehen wir immer zum Raffen in die Masche. Also ist es egal, ob ihr so rum oder so rum einstecht. Es geht ja nur darum, es zu raffen. Ich schau mal, wenn wir nur die hinteren Maschen erfassen, haben wir oben so ein bisschen diesen das hier. Ne? Also diese eine Schlinge von der anderen Seite. Das heißt, ich erfasse nur die hintere Schlinge. Also das ist jetzt die linke Seite und gehe einfach in Schlangenlinien durch. Also von hinten, die nächste von vorne nach hinten, nächste von hinten. So, ziehe ich einmal durch. So, dann wieder in die nächste. Also immer diese innenliegende Masche. Und ziehen das Ganze fest. Schaue ich mir mal an. Also so sieht es dann aus. Dann hat man hier so ein bisschen einen Kringel. Dann verknote ich es. Also ich steche dann einfach nochmal hier in die nächste ein und nochmal hier durch die Schlinge und dann kann man gleich, wenn man eh schon die Nadel hat, das Ganze etwas vernähen. Also einfach in so hintere Maschen, dass man es vorne nicht sieht. Das war's dann. Dann haben wir sie oben geschlossen. Mache ich noch mal einen Knoten und abschneiden. Dadurch, dass ich alle Fäden immer beim Häkeln vernäht habe, bleibt mir jetzt hier nur der eine übrig von der letzten Runde, von dieser Basisrunde. Den vernähe ich jetzt auch. Also wie gesagt, ich bin ein Knotenfan, das heißt, ich steche hier ein und mache hier nochmal einen Knoten und vernähe dann ein bisschen noch den Faden.
Rest schneide ich ab. Und wenn wir jetzt das Ganze drehen, schaut das von oben so aus. Also ihr könnt auch beide Schlingen erfassen, was euch besser gefällt. So. Und jetzt fehlt uns noch der Abschluss, das ist die Borte. Die mache ich wie immer mit festen Maschen. Das heißt, wir nehmen uns unsere Wolle. Wo ist meine Wolle? So. Und also wir drehen das Ganze wieder auf die rechte Seite. Und irgendwo steffe ich einfach ein. Also ihr könnt das Ganze auch erst mit halben Stäbchen anfangen und dann auch zwischen die Stäbchen gehen. Das schaut auch schön aus. Und ich steche jetzt einfach auch irgendwie zwischen die Maschen, nimm den Faden, mach so eine Luftmasche und dann feste Maschen zwischen diese Stäbchen die erste Runde. Und dann schaue ich mal, wie sie schon sitzt. Wenn sie zu locker ist, dann mache ich eben nochmal ein paar Abnahmen. So, ich habe jetzt vier Runden, 1, 2, 3, 4 Runden feste Maschen gemacht. Habe eigentlich nur 3, 4 Maschen abnehmen müssen wegen Kopfumfang. Und was ich jetzt mache, noch als letzte Abschlussrunde, weil ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus bei so einer Baskenmütze. Ich schließe mit so einem Krebsgang ab. Das heißt, ihr stecht in die Masche, holt den Faden und zieht ihn durch die Schlinge auch hier durch. Also wie eine Kettmasche. Das Ganze solltet ihr locker machen, da es sehr feste Maschen sind. Nicht, dass ihr euch am Ende dann zu stramm wird. Also einstechen, Faden holen durch beide Schlingen, einstechen, Faden holen durch beide Schlingen und immer so weiter. Und am Schluss schließt ihr wieder mit einer Kettmasche ab und dann müsst ihr nur noch den letzten Faden vernähen und dann ist die Mütze fertig. Also einstechen, Faden holen und durch beide locker häkeln. Dann schließe ich nur in die hintere Schlinge die Kettmasche ab. Und eine Luftmasche zum Verknoten. Schneide den Faden ab. Ziehen wir immer wieder durch. Den vernähe ich dann hier hinten. Und dann sieht die Mütze ungefähr so aus. Also sie hat eine eher eine Baskenform. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal.